Moinsen, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Internetcafé-Simulator. Bis jetzt läuft hier alles noch ganz nach Regelbetrieb. Wir sind hier ganz entspannt dabei. Wie spät ist es denn? Ist schon wieder zu? Ne, ist noch nicht Sperrstunde hier. Geht noch. Ich hole mal eben die Temperatur und sage, ich will mal gucken, wie warm es denn jetzt hier hinten ist. 23,7, das ist doch okay, oder ist euch das immer noch zu warm? Wie viel von den Dingern braucht ihr denn? Das kostet ja auch alles Strom. So. Ja, wir versuchen heute nochmal den Regelbetrieb rumzubringen. Morgen dann nochmal einen Tag und ich denke, dann haben wir genug Kohle, um uns einen neuen PC zu kaufen. Wir können aber natürlich können wir mal gucken, hier ist ja noch so ein Best of irgendwas. Was willst du denn dafür haben? 2999, bist du wahnsinnig? Das MacBook Pro. Das ist ein bisschen billiger. Der, oh, ist das räudig, Alter. Für 1500 irgendwas kriege ich hier wieder einen Laptop. Damit könnte man einen Laptop-Arbeitsplatz. Da können die dann nicht zocken, aber surfen. Für die Leute, die nur surfen wollen. Ist jemand bei mir in meinem Raum? Jemand ein Dieb oder sowas? Mal eben kurz gucken. So, du zahlst hoffentlich doch schön, nicht wahr? Ja, ne? Das tust du doch, oder? Ja, das tust du. Das tust du doch, oder? Wunderbar. Oh, der hat sogar richtig Kohle gelassen. Ja, man könnte sich so ein billiges MacBook da kaufen. Das kostet hier nur 1566. Ich weiß nicht, was es bei Amazon kostet. Mal eben gucken. Gehen Sie mal rein da, ja. Sende das Wasser. Ja, oder wir mieten uns halt echt einen Koch. Da macht man die Leute wahrscheinlich ein bisschen glücklicher. Sende das Wasser, aber was kostet denn ein Koch? 137 im Monat oder pro Tag? 173 meine ich natürlich. Das muss ja auch erstmal verdienen. Dafür haben wir noch zu wenig Plätze. Also wir brauchen noch locker zwei Plätze. Dann lohnt sich's erst. Guck mal im Laptop. Was kostet so ein Mac? Da guck mal, das kostet 2,5. Das geht. Das geht. Wir holen uns draußen das MacBook. Das ist billig. Das ist ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Los, komm. Das ist ein Schnapper. Den holen wir uns. Gib mir das MacBook. Ich möchte das bitte haben. Danke. So. Das ist ein Schnapper. Wirklich. Das ist ein richtiger Schnapper. Haben wir ein leicht angeranztes MacBook, aber das macht nichts. So. Schmeißen wir erstmal dahin. Moin, das macht ihr schön. Dann brauchen wir eben noch wieder einen Computertisch. Den können wir uns wohl auch noch leisten. Hoffe ich doch. Einen billigen halt, ne? So. Tabellen. Dieser Tisch ist nur für Spielekonsolen geeignet. Nee, nee. Computertisch mit 2 Jahren Garantie. Computertable, der ist nicht teuer. Ein Computertisch aus komprimiertem Sägemehl. Sehr billig, sehr gut. Und dann brauchen wir noch so einen räudigen Stuhl. Der hat bezahlt, so ist fein. Sende das Wasser. Für einen Laptop braucht man, glaube ich, dann nicht mehr, oder? Wir gucken gleich mal, wenn der Kram da ist. Schauen wir mal. Ich werde langsam hungrig. Ich glaube, wir müssen mal was zu essen reinziehen. Oder wir machen das morgen früh. Da ist der Computer-Table. Stellen. Ah, geh mal weg da bitte. Setz dich mal an einen Platz, so. Ich möchte euch ja nicht stören, während ich richte ungern eigentlich während der Arbeitszeit ein, aber... So, stellen. Kann ich da auch einen Laptop draufpacken? Das ist jetzt die Frage. Ja. Das erfüllt das gleich alles. Wie geil ist das denn? Sie hat bezahlt, so ist fein. Dann holen wir uns noch 2 Laptop-Plätze. Das ist billig und damit kann man erstmal gut starten. Da können die Leute surfen. Man muss ja nicht überall zocken, ne? Voll gut. Stellen. Schon wieder ein Platz fertig. Kann ich die Sachen auch umbenennen? Mal sehen, ob man seine Computers umbenennen kann. 21 Uhr, da kommt gleich keiner mehr. Das heißt, wir können gleich schließen, wenn die Kundschaft hier raus ist. Machen wir Feierabend für heute. Geht's morgen wieder weiter, ne? So, ich wünsche dir schönen Abend. Schön, dass du da warst. Zock ruhig noch zu Ende, ne? Fühl dich jetzt nicht gestresst oder so. Ist alles gut. Ja, sind hier nicht auf der Flucht. Ist alles okay. Alter, $501. Da kommt die Kohle jetzt aber rein, du. Da kommt die Kohle jetzt aber rein. Du, mach weiter. Ich guck mal eben, ob ich die Computer benamsen kann, ne? Mal eben schauen. Man hat ja hier irgendwie sein Home-Netzwerk. Computer.
Leeren, voll, leeren. Man kann sie... Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich hab mir wieder ein Virus eingefangen. Man kann sie leider nicht umbenennen oder so. Das hätte ich jetzt ganz cool gefunden, wenn ich gesagt hätte, hier, das ist Gaming-PC 1, Gaming-PC 2, Laptop, Desktop und so ein Krams, ne? Ja, lass dir Zeit. Ich habe leider keine Cola im Haus aktuell. Mein Koch ist krank, ne? Aber ich arbeite dran, okay? Ich arbeite dran, versprochen. Wirklich. Wirklich, ernsthaft. Es ist in der Planung, ne? Es ist in der Planung. Wir gucken mal unsere Bewertungen an, wie es aktuell ist. Hier müsste nochmal eine Klima rein. Ah ja, warte, wir müssen erstmal hier noch warten. Dübi, dübi, dübi. Oh, vor den räudigen Stuhl hier und so, ne? Und wenn wir dann unsere Plätze erstmal haben, soweit. Aber der geht. Eben kurz gucken. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ne? Auf Wiederschauen reingehauen, ja? So ist fein. Wunderbar. Dann schließen wir jetzt mal so. Es ist 22.24 Uhr. Ich gucke jetzt mal eben. Oh, Alter, so viel Spam. Ich würde ja sagen, wir holen uns noch eine Klima. Die ist nicht so teuer. 720 kostet so ein Ding. Uff. Ja gut, sag ich und Kohle wieder weg, ne? Aber hilft von nix. So, wie sind die Bewertungen? 2,7. Ich schlage nicht vor. Ich weiß jetzt nicht, was die neueren sind. Sind die oben? Ich mag nicht, ich gehe unglücklich. Ich schlage nicht vor, der Kaffee wird so ein Stück einen wehrlosen Obdachlosen zusammen. Skandal! Ja, ich habe hier nur verteidigt. Ich habe hier nur mein Besitz verteidigt, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, Feierabend für heute, ne? Licht aus. Licht aus. Licht aus. Ist immer noch super hell. Ist die Decke. Licht aus. So. Ja, dann bis morgen, ne? Auf geht's. Türchen geschlossen. Gehen wir immer pennen jetzt. Dann ist auch mal Zeit, dass man mal zu liegen kommt, ne? Ja, siehst du, hätte ich auch schon eine Probleme. Wir wohnen zum Glück nicht weit weg von unserem Laden, ne? Das, gibt's ja nicht auch Post oder so für uns? Ne. Und dann? Dumm rein, ne? Aber die Schatten, die wissen auch nicht, was sie machen wollen. Aber ich sag mal so, ne? Für ein Unity-Simulation-Game sieht's gar nicht mal so räudig aus. Es ist ja halbwegs ansehnlich, das muss man ja echt sagen. Ist jetzt nicht mega spannend bis jetzt, aber kann ja noch werden, ne? So, erstmal schlafen. Ah, oh, ja. Oi, oi, oi. Ist gut. Guten Morgen. So, Morgenstund hat Gold im Mund. Wir schüren uns schnell. Schüren uns schnell noch ein Laib Brot rein, den ich noch im Kühlschrank habe. Ist auch im Eisfach noch irgendwas? Ne. Das war's an Lebensmitteln, die wir noch auf Halde haben. Das heißt, ab jetzt müssen wir teuer einkaufen. So, dann eben schnell im Laden sauber gemacht, was da an Dreck über die Nacht entstanden ist. Und dann öffnen wir und legen los. Nächstes Ziel ist jetzt erstmal zwei Laptop-Arbeitsplätze noch einzurichten. Zwei weitere. Ach Gott, Mann. Dann ist erstmal ordentlich Betrieb. Ne? Weil wenn dann die Leute alle reinkommen, ist ordentlich Betrieb auf jeden Fall. Da kannst du dich dann nicht mehr beschweren. Und von der Kohle, die dann kommt... Alter, da ist ein Dieb. Wir müssen uns beeilen, dass der hier nicht meine Klimaanlage mobst. Komm her. So. Und wenn das dann soweit passt... Hier, warte, Aircondition packen wir dahin. Stellen. So. Ja. Stellen wir ruhig hier hin. So, Licht anmachen. Guten Morgen. Keine Ahnung, jetzt ist das Licht aus. Jetzt ist das Licht an. Okay. Ich glaube, ich lasse es einfach an. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht Strom kostet. Also keine Ahnung, ob das so realistisch ist, das Game, ne? Ich öffne jetzt schon mal. Fange aber eben noch schnell an zu wischen, ne? Das machen wir jetzt eben noch. Erstmal da, wo die Kunden gleich hin müssen. So. Aber bis da der erste Kunde kommt, habe ich aufgeräumt, ne? Ist erstaunlich, wie das so des Nächtens einfach passiert. Die eine Dings da unten kriege ich gar nicht weg. Komm ich gar nicht ran da? Ne. Moin! Ist noch ein bisschen schmutzig hier, bin noch am Aufräumen. Guten Morgen, macht's euch bequem. Da liegt leider ein bisschen Müll rum, sorry dafür, aber ich komme aktuell nicht ran da, ne? So, warte, haben wir gleich. Ich komme da immer noch nicht ran.
Ja, doch, da war es gerade. Ich habe da gerade den Weak Spot gefunden. Irgendwo war hier der Hotspot. Warte. Kann man sich ducken? Nee. Ich komme nicht ran. Da, da war es gerade. Ja, guck mal. Alles kein Problem. Gewusst wie, ne? So, warte, das kommt wieder in meinen. Da rein erstmal. Gib mir mal den hier. Ich muss mal eben stellen. So. Alle Desktops wieder am Start. Eben den Müll hier noch weggemacht. So. Und dann passt es auch schon. Was bist du denn hier am machen? Das ist der Gaming-Rechner. Du sollst da nicht rums. Alter, guckt er sich da irgendwelche Pornos an? Ja. Ey, dafür habe ich doch den extra Raum vorgesehen. Du sollst hier doch hier nicht in aller Öffentlichkeit einfach irgendwelche Pornos reinziehen. Ja, alle. Gönn dir. Ne? Gönn dir. Ist gar kein Problem. Ist komplett aufgeregt. Voll komplett amazed, wie geil dieser Laden hier ist. Ist beeindruckend. Hier wird gedaddelt. Am MacBook wird gedaddelt? Das ist die Porno-Machine. Ich mach mich fertig, Leute. Und er da gar kein Problem. Guckt sich die Hentais an. Das ist auch einer, der zahlt auch nicht, oder? Doch, Tatsache. Für seinen Pornokonsum, da gibt er auch gerne mal Geld aus. Ist in Ordnung. Gönn dir. So. Dann macht man weiter, ne? Dann würde ich sagen, tatsächlich, jetzt machen wir hier noch zwei Laptop-Bereiche. Hier ein Laptop, hier ein Laptop. Das ist jetzt das Ziel. Und dann können wir hier noch einen Gaming-Rechner hinstellen. Hier vielleicht auch noch einen. Und dann haben wir erstmal genug Plätze, dass am Tag genug Kohle reinkommt. Und dann fangen wir an, die Leute mit Essen zu verwöhnen. Und wenn das auch gut läuft, ja, wenn das auch gut läuft, dann holen wir uns die Erweiterung. Und dann kann man auch danach dann darüber sinnieren, ob man die Geräte mal ein bisschen modernisiert. Ne? Ich weiß noch nicht, ob die irgendwann kaputt gehen. Kann ja auch sein, dass irgendwann in Arsch. So, die Dinger haben ja auch nur eine gewisse Lebensspanne in der Regel. Alter, bist du wahnsinnig oder was? Was glaubst du denn, wer du hier bist? Gibt's ja wohl nicht. So ist es fein. Immer schön bezahlen, meine Freunde. So, ich guck mich mal um, was es wieder für Angebote gibt. Oh, hier guck mal. 1050. Wahrscheinlich ein Schnapper. Ein Screen. Hier ist so ein etwas geilerer Stuhl für 199. Das ist so teuer, wie sonst die teureren sind. Ist da ein bisschen räudig? Ein Swordman. Ah. Was ist das hier? Ah, der Stuhl da ist schon ein Schnapper. Den könnte man schon nehmen. Den nehmen wir auch, komm. Warte. Muss eben kurz den weglegen. Warte, erstmal abwarten, ob der bezahlt. Ehre. Stuhl können wir ruhig mitnehmen. Den super teuren, soweit sind wir noch nicht, ne? Also irgendwann wird das mal ein Edelcafé, ne? Aber aktuell ist das jetzt ein Café, sag ich mal, ne? So. Stellen. Haben wir schon mal einen Stuhl. Und der war billig. Der war billig. Was ist jetzt mit diesen Obdachlosen eigentlich los? Ich muss mal eben erstmal gucken, ob der bezahlt. Hallo, einen wunderschönen wünsche ich Ihnen. Wunderbar. Müssen wir eben gucken, was die Tutorials meinten zu... gab da irgendwo Tutorials? Da. Ein Dieb kann ihr Geschäft einbrechen und einige ihrer Sachen stehlen. Wenn sie einen Mann mit einem Päckchen in der Hand gehen sehen, schlagen sie ihn mit einem Stock und nehmen sie ihr Päckchen zurück. Wenn ein Obdachloser ihren Laden betritt, können sich ihre Kunden unwohl fühlen. Sie müssen diesen Mann... deaktivieren. Deaktivieren. Wenn sie warten, kann er nach einer Weile weggehen. Sie können mit Fledermaus angreifen, wenn sie wollen. What? What? Was ist mit Fledermaus angreifen? Keine Ahnung, Digga. Ich habe keine Ahnung, was er will. Ist doch egal. Oh, ich habe schon wieder Rechnungen. Wie schneller die Rechnungen sich häufen, ist ja fürchterlich. So, zahlen Sie bitte. Ja, so ist es fein. Erstmal die Rechnung nochmal anchecken. Scheiße, Bruder. Wie oft kommen denn da Rechnungen rein? Strombill 349. Scheiße. Na gut, da kommt die Kohle schon wieder rein. Läuft. So eine Statistik wäre irgendwie interessant, ne? Was hat man so an Ausgaben? Was hat man so an Einnahmen? So grob. Wie ist denn die Wärmeentwicklung aktuell? 23,1. Komm, das ist okay. Das ist okay. Da werde ich jetzt erstmal nicht weiter rumfummeln. Das ist, da kann man sich schon wohlfühlen. Ne? So, dann brauchen wir jetzt noch einen Tisch und einen Laptop. Dann hätten wir schon den nächsten Platz. Guck mal eben wieder nach Billigkram.
Mr. Mazur. So. Wir brauchen Tabellen. Einen billigen Tisch. Und einen halbwegs brauchbaren Laptop, hätte ich mal gesagt. Oh, 1499. Tja, man kann natürlich wieder auf ein Angebot hoffen. Wenn ich den aber jetzt kaufe, haben wir gleich noch einen Platz parat. Ne, ich kaufe ihn jetzt erstmal. Bringe das Wasser. Ja, später Mail. Heute führt unsere Abteilung eine Routineinspektion an ihrem Arbeitsplatz durch. Ach, wie nett. Kommen Sie ruhig vorbei, ist alles in Ordnung hier. Manchmal gucken sich die Leute seltsame Pornos an, aber da kann ich nichts für. Ist die Polizei schon da? Ich hoffe, wir verstoßen nicht gegen irgendwelche Auflagen, aber sieht für mich alles ganz normal aus. Ne? Es ist sicher, es ist sauber. Gibt eigentlich nichts, wo man sich da jetzt irgendwie beschweren kann, oder? So, stellen. Gibt sogar den besten Stuhl hier. Und eben den Laptop. Nagelneues Gerät. Alter, was? Oh, du, ein Glück, dass die Bullerei noch nicht da ist. So, hier, direkt einen reingedrückt, Alter. So. Laptop hingestellt und dann geht es schon. Ups. Scheiße. Stellen. So, hier, komm. Okay, der Desktop ist jetzt auch fertig. Und der nächste Desktop wird... Jetzt haben wir zwei Laptop-Dinger. Wir haben einen Gaming-Bereich, einen Gaming-PC, noch einen Gaming-PC. Zwei Laptops, einen Konsolenbereich. Wir könnten noch einen Konsolenbereich bauen. Oder noch einen Gaming-PC. Ich würde sagen, hier könnte noch ein Gaming-PC hin. Da müssen wir aber erstmal ein bisschen sparen. Und wir sind hungrig. Ich gehe mal eben was essen. Ah, da kommt die Polizei, oder? Moin. Dankeschön. Das ist sehr ehrenhaft von Ihnen, dass Sie bezahlen. Wie ein wahrer, echter Bürger. Das war wohl die Polizei. Die hat eine kleine Routineuntersuchung gemacht. Das ist ein Screen. Ich esse jetzt erstmal noch ein Brot. So, jetzt sind wir erstmal wieder satt. Das ist also wieder gut. Sonst hat noch nie einer irgendwas geklaut. Aber ich finde es sehr schön, dass das Ding auch echt jetzt Fuchsbau heißt. Ja, hallo, dankeschön. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Beehren Sie uns bald wieder. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Kommen Sie rein, treten Sie ein. Willkommen im Fuchsbau, willkommen im Fuchsbau. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Zack, sie sitzt zwar im Tisch drin, aber was soll's. Muss hier platzsparend arbeiten. Ja, also wenn der Tag weiterhin so gut läuft, na gut, wir nähern uns dem Ende. Ich würde sagen, als nächstes... Was wird hier gedaddelt? Ein Sidescrawler? Mal sehen. Wahrscheinlich wollen die langsam einfach was essen, ne? Wir gucken mal nachher Reviews, wenn hier der Arbeitstag rum ist. Das ist wieder ein Dieb. Die trauen sich nie rein, die Biester. Ne, und dann rennt er wieder weg. Ich glaube, der klaut die nicht im Laden. Ich glaube, der geht hier hin und klaut aus dem Frachtraum was. Ja? Weil das steht ja schön hier draußen rum. Der guckt immer, ob hier was ist. Und wenn da was ist, dann klaut er das hier. Denke ich mal, dass das so läuft. Der Trick ist einfach, sich immer schnell alles rein. Alter. Ey, hier kommen so richtig Cyberpunk-Vibes auf, Alter. Unfassbar. So, hier mal gucken hier. Ist immer noch Ruhe. Sehr schön. Hallo. Kommen Sie rein, treten Sie ein. Immer gerne. So. Das sieht sehr seltsam aus. Also, Sie haben da Ihren ganz eigenen Stil. Ihren ganz eigenen Stil, muss ich sagen. Aber solange es läuft, ne? Der Laden ist noch nicht ganz voll, ne? Gerade am geilen MacBook sitzt keiner. Naja. Hier ist auch noch frei. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Meine Lieben,
Ihr habt den Herrn Krieg gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.